Jeder Spieler hat die Kontrolle über seinen eigenen Bildschirm. Oh mein Gott, der Link-Modus! Aber das will er nicht. Ich würde sagen Deutsch. Oder maximal Französisch. Also kann man es separat einstellen, so ich kann zum Beispiel Englisch und ich Deutsch. Nein, ich spiele auf Deutsch. Okay. So, und damit willkommen zu The Legend of Zelda. Nicht A Link to the Past, sondern zu Four Swords mit vier Leuten. Einmal ich. Hi, ich bin ich. Dann einmal mit Ingi. Hi, ich bin im Bett. Dann mit Max, den wir gerade gehört hatten, aber er redet gerade nicht. Und mit Danny. Hi. So, wir haben all diese Spiele noch nie gespielt. Selbst Ingi nicht, der riesige Zelda-Fan. Ich hatte ja niemanden zum Spielen. Ja, jetzt schon. Schmutzdigger. Seit ein paar Monaten gibt es dieses Spiel endlich auf Nintendo Switch Online. Also haben wir endlich alle eine realistische Möglichkeit, es zu spielen. Und jetzt kann ich endlich losstarten. So, Ende. Ist vorbei jetzt. Das war's. Genau, jetzt haben wir hier die Option, entweder Link to the Past zu spielen oder Four Swords, wird beides zusammengebundelt. Und aber gemarketet wurde das irgendwie, dass A Link to the Past so das Hauptspiel ist, obwohl Four Swords eigentlich das neue Spiel hier ist. Irgendwie komisch. Aber sehr interessant ist, dass wir hier sehen können, wie der Ja, Arzt da kann komplett schon anders passieren. ist. Links ist dieser SNES-mäßige Arzt und rechts einfach Minish Cap. Ja. Was kann ich hier einstellen? Geschwindigkeit hell, schnell und. Oh, ganz dunkel. Lass mal auf normal, denke ich. Rein da. Iggy, kannst du dich noch an dein erstes Let's Play erinnern? Was? An dein erstes Let's Play, kannst du dich noch erinnern? Nein. Mit diesem Spiel. Na gut, starten wir rein. Four Ich glaube, mein Swords. erstes Let's Play war gar nicht dieses Spiel. Ich glaube, davor war tatsächlich Metopia. Okay. Nicht Metopia, Wir sind Vitomo. da. Dies ist die geheiligte Klinge, von der ich gesprochen habe. Das Schwert der Vier. Versiegelt in seinem Stahl ruht der Geist von Fati, dem Herrn der Winde. In letzter Zeit habe ich gef das Gefühl, die Stärke des Siegels verschwindet. Ein Umstand, der mich mit Sorgen erfüllt. Dies ist der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Sei vorsichtig. Das sind Zelda für Haare, krass. Man sagt, der Körper jeder Person, die diese Klinge berührt, wird zerbrechen. Alte, starke Mächte sind in ihr am Wirken. Die Legenden berichten, dass einst ein Held sich erhob und die Völker vor der sicheren Vernichtung durch Fasi beschützte. Sie erzählen auch davon, dass einer, der diese Klinge führt, wie vier sein wird und die vier ihre Stärke wiederum wie einer einsetzen. Lass mich das Siegel prüfen, bitte bleib zurück. Da ist er! Was führt dich zu meinem Kerker? Du hast also bemerkt, dass das Siegel schwindet. Drohnengeheuer! Lass mich frei! Ja, manchmal ruckelt das. Das ist einfach wegen der Verbindung. Wie? Ich fühle, dass eine große Macht sich näherte. Da habe ich mich im Verborgenen gehalten. Doch sieh nur, welch süßer Fang mir hier ins Netz gegangen ist. Ganz sicher bist du eine Maid von edlem Blut und nobler Herkunft. Mein Name ist Fati, ich bin der Herr der Winde. Das Siegel wurde gebrochen, mein Zorn ist nun wieder in Freiheit. Ahaha, und welch Willkommensgeschenk mich hier erwartet. Dir wird die Ehre zuteil, meine erwählte Braut zu sein. So denn, auf zu meinem Palast der Winde. Link, wach auf! Öffne deine Augen, Link! Junger Held! Prinzessin Zelda wurde in Fatis Palast verschleppt! Eile, du musst ihr beistehen! Doch alleine kannst du nicht gehen! Nutze das Schwert der Vier! Zieh die Klinge blank! Sind wir jetzt König Arthur oder was? Na gut! Es hat funktioniert, genau wie in Minish Cap.
Egal, über welche Kräfte dein Gegner verfügt, mit der Macht der Vier kannst du ihn bezwingen. Finde die großen Feen, sie werden dir den Weg zu seinem Palast weisen. Doch nur wenn die großen Feen deine Fähigkeiten anerkennen, werden sie das Wissen um den rechten Weg an dich weitergeben. Gelingt es dir auf einer Reise zu den großen Feen viele Rubinen zu sammeln, werden sie dies als Zeichen deines Mutes verehrten. Hä? Okay. Wenn du Geld hast, dann ja. Rette Prinzessin, bitte. Hey, listen. Und damit, ich bin's, euer Looks Like Link und wir starten rein in The Legend of Zelda Four Swords. Warte, du bist gar nicht Mike? Yippie! Das ist gefühlt das erste Mal, dass das Spiel re-released wurde. Es war zwar mal auf dem 3DS, da war es aber unter dem Namen Anniversary Edition, da konnte man alleine spielen. Aber ja, also find mal jemanden, der das hat. So, ich hatte es zum Beispiel nicht. Und habt ihr die Story ungefähr verstanden? Weil ich bin ein bisschen verwirrt, warum Fahrt hier auf einmal wieder befreit war. Da fehlt irgendwie so eine Lücke, habe ich das Gefühl. Das Geile ist auch einfach, dass das ja überhaupt nicht nach Minish Cap und so spielt in der Timeline. Sondern wir müssen ganz, ganz runter. Mike, jetzt hier bitte die Timeline einblenden. Ja. Wir müssen ganz, ganz runter zu Triarch Princess und da drunter irgendwo ist das. Nein, das ist Zelda's Four Swords Adventures. Das ist ein anderer Teil. Das ist ein anderes Spiel, das war die Verwirrung. Es gibt ein Spiel, das den gleichen Titel hat, aber mit dem Adventures-Titel unten dran. Und das ist ein Gamecube-Spiel. Das spielt da drunter, was du meinst. Nee. Das hier spielt nach Minish Cap. Ja, spielt das hier wirklich nach Minish Cap? Ja, das hier spielt nach Minish Cap. Aber das Geile ist, dass einfach der Game. Ist auf jeden Fall das gleiche beim Gamecube-Teil, ja? So, wir verbinden uns, wir haben alle unsere Link-Kabel-Trademark. Es war alles sehr teuer. Wir haben alle unser Game Boy Advance-Trademark und unserem Link-Kabel-Advance. Trademark. Und jetzt können wir anfangen. Im Quell des Wissens. Kann ich mich hier umschauen? Ich kann mich hier umschauen. Meer der Blätter? Talushöhle? Todesberg? Das erinnert mich so ein bisschen an Fratzen des Böses. Was meinst du, woran mich das gerade erinnert? Woran? An den Four Swords gerade. An dem, wie das gerade aussieht. Das ist das Blöde. Ach so, ja, das ist die Verwechslungsgefahr. Achte Verwechslungsgefahr. Es gibt aber Four Swords für Game Boy Advance. Und es gibt Four Swords Adventures für den GameCube, wo du aber auch Game Boy Advances brauchtest. Ja. Das ist das Problem. Das sind zwei verschiedene Spiele. Fang jetzt mal hier unten an. Nee. Ich bin der grüne Link. Wer ist wer? Wer seid ihr? Willkommen in unserer Höhle, junge Helden. Euch erwartet viele Fallen und Rätsel auf eurem Weg. Wir werden euch mit Rat und Weisheit zur Seite stehen. Hört unsere Worte. Steht jeder von euch auf einem roten Warpfeld, werdet ihr alle zu einer anderen Ebene befördert. Dort lernt ihr den Gebrauch verschiedener Items. Stellt euch auf die Warpfelder vor euch. Das Feld weiter hinten bringt euch zurück zur Weltkarte. Oh Gott, das ist der Delay. Hör mal, das ist gar das gleiche Moveset, glaube ich, wie in Minish, oder? Nicht wirklich. Nee, es ist ein bisschen anders. Okay, wer ist wer? Ich bin Lila. Okay, Danny ist Lila. Wer ist blau? Ich. Okay, Max ist blau. Und Ingi ist rot. Das passt doch. Ingi ist rot. Aber eigentlich müsste Max Lila sein, oder? Und Danny blau. Eigentlich passen alle Farben doch. Ja, okay. Wenn ihr damit zufrieden seid. Ich muss ja grün sein, weil ich bin Spieler 1 und Ingi, kommst bitte her. Was bist du da hinten? Die Grafik erinnert mich auch ein bisschen an Pokémon, finde ich. So Feuerrot, Blattgrün. Hey Mike, Bogen. Lass mal gegeneinander gehen. Bitte, lass mal hier gegeneinander. Wo gehen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen da unten hin, wo wir gespawnt sind. Wo sind wir gespawnt? Hier sind wir gespawnt. Hier? Ich kann euch wegschieben. Willkommen zum ersten Warpfeld. Betrete dieses Warpfeld, um die Basistechniken zu lernen, die ihr während eures Abenteuers brauchen werdet. Okay. Ja! Ihr seid alle übrigens ein Teil von mir, ne? Danke, Mike. Geld. Ah, das ist eine Fee! Ich hab sie geschlagen. Oh nein. Hä? Was war das? Also nicht vergessen, wir müssen Rubine sammeln. Hier ist eine Kiste. Wie langsam wieder rausgekommen ist die Rubin. Ja, wir müssen sehr viele Rubine sammeln, weil sonst kriegen wir kein gutes Ende. Hallo? Es gibt Blöcke, die ihr verschieben könnt. Erspielt ihr einen verdächtigen Block, drückt ihr in die Richtung. Okay. Um Großblöcke zu schieben, müsst ihr alle zusammenarbeiten. Ah. Warum sich unten links so eine Textbox, was ihr immer macht? Geh mal aus dem Weg.
wie langsam das immer rauskommt. Ich komme da nicht drauf klar. Was hast du zu sagen? Schwerter treffen sich eure Klingen, fliegen die Funkeln. Versucht dies an Orten, an denen ihr ein Feuer entzünden wollt. Oh, das ist cool. Das ist eine coole Mechanik. Was sagt der? Also, hallo, ich will mit denen reden. Jetzt. Tretet ihr alle gleichzeitig auf einen Schalter, wird eine nahe Vorrichtung in Gang gesetzt. Solltet ihr nicht genug sein, versucht Statuen auf Schalter zu stellen. Okay. Also, wir können schon durch. Nee, können wir nicht. Hau mal ab hier. Wie mach ich das? Hä, ich komme da nicht mehr dran vorbei. Ihr seid schon durch. Achso. Ihr seid so schnell. Lass mich mal erstmal überlegen. Manche Schalter sind von einer Person nicht zu bewegen. In diesem Fall müsst ihr euch alle auf den Schalter stellen. Oh, da seid ihr runtergefallen. Hab nee, so einen Schrei. Ah! Ich finde das cool, dass man einfach diesen Ocarina of Time Link hat hier als Schrei. Oder generell von der Stimme. Komm, jetzt lass einen durch hier, bitte, nicht schubsen. Schlangen! Ich hab Angst! Ah, nicht gegen mich schlagen, wir sind ein Team! Wir sind ein Team, ey! Was wird das, Danny? Wir sind ein Team! Da kommt die Schlange. Ja, die Schlange ist klar. Da-da-da-da! Habt ihr den Schlüssel bekommen? Da, Blauer hat den. Ja, sehr gut, Blauer. Wir müssen uns alle Namen geben. Ich bin Green. What's your problem, Green? Ich glaube, die haben sogar alle Namen. Echt? Ja. Ja? Was sind die Namen? Ja. Soll ich die mal einblenden, Moment, wenn ich die finde? Oh, 50 Rubine, Moment, wow. Warte mal, wir machen das noch hier. Oh, was sagt er denn jetzt? Ah. Mit Hilfe eines kleinen Schlüssels könnt ihr versperrte Blöcke entfernen. Ah. Ja, weiß ich. Und? Also. Trefft ihr auf Wasser, kann dieses seicht oder tief sein. Geratet ihr in tiefes Wasser, könnt ihr euch nur in nahegelegenes, seichtes Wasser retten. Schwimmt ihr in tiefem Wasser, drückt A, um zu schwimmen und B, um zu tauchen. Seid vorsichtig und lasst euch nicht von Strudeln erfassen. Okay, Mike, du wirst jetzt lachen, wenn ich dir jetzt die Namen vorlese, ja? Okay, sag mir die Namen. Green, Blue, Red und Vio. Ja, okay. So heißt ihr jetzt alle. I'm blue. I'm blue. Im Wasser treten auch Strömungen und Stromschellen auf. Schnellen. Mit etwas Mühe und Anstrengungen könnt ihr gegen Strömungen ankämpfen, aber Stromschnellen werdet ihr niemals überwinden können. Oh. Okay. Gut zu wissen. Könnt ihr bitte nicht so schnell sein? Führt ihr eure Schwerter gegen einen Riss in der Wand, könnt diese einstürzen. Echt? Hat mich schon kaputt gemacht. Wie denn? War so eine ganze Wand. Die war eine ganze Wand, die habe ich schon allein schon getan. Ach so. Oh wow. Schild! Was sagt er? Hey. Steht ihr vor einem Item und drückt A, könnt ihr das Item, was ihr mit euch führt, gegen das von euch vorliegende eintauschen. Doch merkt euch, dass manche Gegner nicht ohne Hilfe eurer Schilde besiegt werden können. Was macht ihr da? Ey, ich kann nicht. Nein, stopp, ey. Weg da. Wenn die, um gegnerische Angriffe abzuwehren. Ja, okay, ist halt ein normales Hyrule Shield, ne? Ist das dumm. Oh Mann. Ah, oh, Stachis! Das sind blaue Panzer! Ich bin aber nicht Erster, das ist Cap! Na doch, ich bin der Erste. Guck, ihr müsst mit dem Schild! Ah, umwerfen mit dem Schild, ah. Ha! Seid ihr hier oben schon? Doch, hier war schon jemand. Immer der Rat. Hau ab! Verschwinde! Boah, ist das laggy, das ist richtig schlimm. Zauberhut! Zielt die Zwergenkappe, eure Häupter könnt ihr problemlos durch enge Löcher schlüpfen. Doch vergesst nicht, dass jeder nur jeweils ein Item bei sich haben darf. Junge, ist einfach Minish Cap! Das ist einfach wie ein Minish Cap, oh mein Gott. Statt dass man diesen Vogel bei sich hat. Ah, wir müssen sogar LOL. Guck, wie aussehen, wie so ein Legostein. Hört jetzt? Geht einer von euch links lang? Weil da sind noch Kisten. Ich wusste nicht, dass das geht. Was muss ich machen, hä? Hä, was muss ich machen? Kleine Steine. Ach so. Hä? Sorry, nein, ey, ich muss da rüberkommen. Was soll das? Ist das dumm? Oh Mann. Alter, ich bin halt voll schnell als Winzling. Leute, wir können nur einer pro Plattform. Ja. Nein, ihr müsst nicht zurück. Nein, was macht der Blaue da? Ihr müsst nicht zurück. Hä? Wo stehe ich?
Endlich, oh mein Gott. Ich verstehe gerade gar nichts mehr, ne? Ich wollte eigentlich Healing. Okay, Iggy, stehen bleiben. Stehen bleiben, die haben schon geholt, die ganze Rubine. Jetzt, endlich, meine Phrase. Okay, was hat er denn hier zu sagen? Nur wer farblich zum Pfad vor sich passt, kann ihn gefahrlos beschreiten. Alle anderen werden ins Bodenlose fallen. Ein großes Geheimnis umgibt diesen Pfad. Spiel jetzt gesagt. Du verlierst 50 Rubine. Hör, was? Sie sind immer gestorben? Beim nächsten Mal wird es dich 100 Rubine kosten. Oh, Alter. Nur wer die Farben der Fliesen trägt, kann sie auch sehen. Doch selbst wer sie nicht sieht, kann sie dennoch betreten. Oha. Krass. Und du? Diese merkwürdigen Plattformen bewegt sich in Richtung der Pfeile, auf die ihr euch stellt. Doch lasst Vorsicht walten. Hast führt zu Bedrängnis. Der Schalter zu eurer Seite ruft die Plattform wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Ah. Ah, da. Ciao, Leute. Ich bin rüber. Schau mal, Mike, oh, hier ist Eis. Mike, schau mal hier oben. Was, hier was ist denn da oben? Du musst ihn in diese Löcher tun, dann kommt ganz viel raus. Gelingt es euch, den Ball durch die Öffnung in der Wand zu bugsieren, erwartet euch eine spektakuläre Belohnung. Seid ihr Helden genug, euch der Herausforderung zu stellen? Nee, ich geb auf. Oh mein Gott! Wie cool. Sag dir ja. Bescheid, wenn die Plattform drüben ist. Die ist schon drüben. Du musst nämlich auf den Schalter gehen, dann resettet sich das. Ja, deswegen sollt ihr ja Bescheid sagen, wenn die drüben ist. Ja, ist drüben. Ich bin schon längst bei den anderen. Ja, Ingi, du musst noch herkommen. Ja, wir spielen gerade Ball ohne dich. Komm schnell, bevor der letzte Ball weg ist. Nein! Es tut mir leid, Ingi, die waren voreilig. Du hast es doch weggemacht, hey Mike. Hey, weg da. Such nach Rubinen. Ingi, ups. Wenn du klein bist, seht, geht das nicht. Hey. Warum seid ihr Winzlinge? Was macht ihr? Was ist los mit euch? Guck dich die Wände an! Guck dir den mal an hier, das ist mein Freund. Ah, die fehlen Heilen. Ja. Na stimmt, magst du mich ja zum ersten Mal Zelda. Dann magst du das noch nie Zelda davor gespielt? Oh, was ist das meiner? Du musst klein werden, dann erwischt er mich nicht. Ich hab schon Zelda gespielt. Echt? Welches denn? Breath of the Wild. Ja, okay, Breath of the Wild ist aber ein anderes Zelda. Je nachdem, wie schnell ihr durch ein Verlies gekommen seid, könnte euch ein Bonus erwarten. Je schneller ihr wart, desto größer fällt der Bonus aus. Und Gratulation, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Betretet die Warpfelder, um zur vorhergehenden Ebene zurückzukehren. Nein, ich will auch klein sein. Ach man. Bonus 1 Rubine mal 4. Okay, also wir waren langsam. Oh. Geht's weiter? Nee, hier waren wir schon. Warte, was sagt er denn hier unten? Betrete dieses Warpfeld, um zum Levelauswahlbildschirm zurückzukehren. Nee, das wollen wir nicht. Aber Mike, es sind so viele Sachen, die wir hier machen müssen. Warte, was sagt er denn? Betrete dieses Warpfeld, um die fortgeschrittenen Techniken zu lernen, die ihr während eures Abenteuers brauchen werdet. Die Warpfelder jenseits von hier führen euch zu großem Wissen über Items. Leute, kommt her, wir müssen das mal machen, das ist fortgeschritten. Was ist hier unten? Unten, das fügt einen nur zur World Map zurück. Da kommt man, hier kommt man nur zum Worldmap zurück. Das hier war das Tutorial. Das haben wir gerade gemacht. Ja, und hier ist fortgeschritten das Tutorial. Jetzt hinter mir. Okay. Hier lernen wir dann die krassen Techniken her. Boah, das ist so ein Chaos hier. Was macht ihr da? Das wird das Thumbnail. Warte, nein, da lang! Nein, da lang! Warte, wie kann ich das denn ziehen? Wieso wurdest du voll rot? Weil ich die jetzt gedrückt habe. Warte, Max. Pass auf. Komm, lass uns weitermachen. Hey, ohne Schild, hey, okay. Verschwinde! Geh mal anders lang! Such dir deine eigene Freunde! Du bist nicht einer von uns! Okay, doch. Ich akzeptiere dich. Gott, ist das ein Chaos. Oh, das ist Mann. Tatsächlich auch von der Story so vorgesehen, dass es chaotisch ist. Ja. Kann Link sich nicht mit sich selber. Drückt R, wenn ihr vor einem Grasbüschel, einem Felsen oder einem Topf steht, um das entsprechende Objekt aufzuheben. LOL, ich kann werfen. Leute, warte, ich muss erstmal lesen, was der Typ da zu sagen hat. Stellt ihr euch alle auf die gleiche Seite neben einem Felsen und vereint eure Kräfte, so wird es euch gelingen, den schweren Felsen hochzuheben. Ja, das war klar. Hau ab. Aua!
Also wie ziehe ich denn? Ach, mit R! Komm schon, hey! Ich krieg keine Luft! Komm schon! Ah, ah. Boah, Alter, wie er explodiert ist einfach. Ach, die kann man. Man kann die Vasen gar nicht mehr zerschmettern, das ist einfach so schwach geworden durch das Zerteilen. Ist das übrigens, Ingi, weißt du, ob das der gleiche Link ist wie aus Minish Cap? Hey Max. Ich glaube, das ist ein anderer. Also sind wir jetzt bei Link 3. Ja. Was machst du? Ich kann dich tragen? Warte, was? Warte, komm mal her, Ingi. Ihr könnt auch alle eure Mitstreiter aufheben und sie über Spalten und Abgründe werfen. Oha, ist das cool. Wann kann ich denn rollen? Kann man immer noch rollen? Weil in Minish Cap konnte man das. Ja! Okay, wenn L gedrückt, komm mit! Nein, was soll das? Lass mich los! Ich will weg! Komm mit dir! Oh Gott! Manche Monster sind unbesiegbar, es sei denn, man zieht rechts oder links an ihnen. Hütet euch vor solchen Bestien. Hütet euch! Oh, Leute, wir müssen auf beiden Seiten ziehen, das heißt. Achso, warte, ich komme. Alter, voll brutal! Junge! Warte, ich helf dir! Schlagen und dann ziehen. Warte! Sehr gut! Wir sind ein Team! Komm mit! Hey! Es gibt Gegner, die ihr hochheben und werfen könnt. Ihr könnt sie auch in ein lobendes Feuer schleudern. Lobendes Feuer? Hey! Bob-Omb! Das ist einfach wirklich ein Bob-Omb. Warte, ich will den brennen lassen. Abmarsch! Oh, hat nicht geklappt, warum auch immer. Oh, ist das laggy! Hilfe! What? Nintendo Switch Online, erweitert das Spielerlebnis. Echt so? Oh Gott. Sorry übrigens für diesen leisen Sound, man kann das wirklich nicht lauter stellen, das geht nicht. Obwohl ich mal was probieren könnte. Weißt du, ob das es lauter macht? Bin mir nicht sicher. Was hat der zu sagen? Drückt R, um den Hebel zu ergreifen. Ja, okay, und dann in die Richtung drehen. Okay. Muss doch kurz gucken, ob hier noch Rubine sind. Die brauchen das Geld. Fee! Alter, ist das laggy, Hilfe! Ingi, bitte, dein Internet! Oh Mann. Ja? Es wird langsam! Okay. Drückt R, um kleine Statuen zu packen und dann zieht sie. Ja, okay. Also manchmal labert er auch das, was offensichtlich ist. Oh. Schade, ich dachte, da wäre mehr drinne. Alter, war ein schwarzer Rubin, da hab ich Geld verloren. Verloren, lol. Manche Gegner verlieren ihre Panzer, wenn man sie wirft. Ohne Panzer sind sie euch schutzlos ausgeliefert. Wie ein Paket. Alter. Ich muss mit diesem Delay klarkommen. Ich drücke halt, hört mal. Wie langsam das ist. Damit muss ich klarkommen, dieses ganze Let's Play lang. Wo muss der hin? Müsst ihr schmeißen und dann draufhauen. Ja, dann muss jemand anderes draufhauen, weil sonst man ist zu langsam. Okay, Ingi. Wohin denn mit dem? Ja. Schmeiß Ingi, mir. Los. Ich weiß ja nicht, wohin werfen. Ja, zu mir oder zu wem anders. Okay, dann komm her. Okay, Ingi. Okay, ach so, dann werden die offen. Jetzt. Was? Sehr gut. Gesundheit. Okay, Gesundheit. Komm. Komm, Ingi. Hallo? Komm, Ingi. Ja. Sehr gut. Jungs, ihr macht das prima. Ich bin stolz auf mich. Drückt R, um die leuchtenden blauen Kristalle hochzuheben. Drückt nochmals, um sie auf einen anderen Podest wieder abzulegen. Dadurch können diverse Vorrichtungen aktiviert werden. Lasst ihr einen Kristall fallen, zerbricht er. Dann müsst ihr wieder von vorne beginnen. Ups. Was hast du gemacht, Max? Danke. Ein gelber Rubin. S1 hat einen Rubinsplitter erhalten. Finde 4. Um 500 Rubine zu bekommen. What? Ich will auch. Yeah. Hä? Haltet mal L gedrückt.
Habt ihr so ein Inventar? Das hab ich vorhin gesagt. Achso, sorry. Da habe ich wahrscheinlich gelesen. Ja. Oha. Hä, kommen da keine Kristalle mehr? Ich dachte, da kommt noch was. Ich bin unterwegs. Wartet auf mich. Warum hast du das Ding bei dir? Nein! Oh, das war das Level. Alright. Freunde, ich würde sagen, das war ein guter Einblick für die erste Folge. Falls ihr mehr von diesem Chaos. Falls ihr mehr sehen wollt von diesem Chaos, dann seid beim nächsten Mal dabei. Das ging jetzt wirklich schnell, würde ich sagen. Das kann auch sehr lustig werden, würde ich sagen. Okay, dann haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn ich mich mit mir selber streite. Ah, verschwindet! Ich bin doch nur ein einfacher Junge, wo verliebt ist eine Zelda mit langen Haaren, mit langen Pferdeschwanz. Lass mich. Weißt du was, es reicht jetzt. Komm mit. Nein! Nein, lass mich los! Du kommst mit! Nö.